Und herzlich willkommen zu Micro Let's Play. Wie immer wieder eine normale, richtige Folge für Folgen. Mein Klon ist das da. Dann. Was? Ach, Scheiße. So. Eugene. Achso, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich hier schon meine Sense verstellt habe. Nee, hab ich noch nicht. Ach Gott. Hauptmenü. Einstellungen. Hab hier eine neue Maus jetzt. Maus-Sensitivity mache ich mal auf 0,4. Speichern. Einstellungsseite. Genau. Nein, nicht. Meine alte Maus ist mir abgeraucht. Also nicht abgeraucht, sondern die rechte Maustaste. Die hat leider ihren Geist aufgegeben. Die musste man mittlerweile ganz doll reindrücken, damit die klickt. Also damit der Klick auch registriert wird. Why ever? Ich weiß nicht, warum ausgerechnet die rechte Maustaste, obwohl ich die eher seltener benutze als die linke. Aber es war halt so. So, wo waren wir? Wir haben oben die Kisten eingerichtet, soweit ich weiß. Und hier haben wir sonst soweit noch nichts eingerichtet. Gut. Auf jeden Fall erstmal allererster Handlungsschritt. Bäume fällen. Ich warte nur auf den Tag, an dem ich einfach mal runterfalle. So. Okay, okay. Dann wollen wir gleich mal wieder neue Bäume einpflanzen. Sehr schön. Mein Feld sieht nur ja, mittelmäßig gut aus. Ach cool, das hier unten ist natürlich jetzt nicht mehr wegen dem Baum da oben. Die Sachen bekommen natürlich jetzt alle wesentlich weniger Licht. Das ist natürlich ein bisschen scheiße, aber gut, was soll's. Da fällt mir ein. Apropos Licht. Wir könnten ja auch hier oben in die oberste Etage nach außen ein paar Balkons bauen. Würde das gut aussehen? Wäre das. Ja, wobei hier ganz oben ist natürlich ein bisschen blöd, weil da sind ja schon überall diese Abzweige hier. Und die würde ich damit alle weg ja, rationalisieren müssen. Aber hier auf der Ebene zum Beispiel, da könnte man locker auch nach draußen noch so ein paar. Der Arzt müsste dann leider trotzdem weg hier. Aber ist ja bloß ein einziger. Könnte ich eigentlich so auf der Ebene hier so ein paar Balkons bauen? Also quasi so ein Ringsrum-Balkon. Ist das eine gute Idee? Würde das gut aussehen? Ich gehe nochmal runter. Es wäre dann ja quasi direkt hier. Was? Leck mich. Wäre dann ja auf der Ebene. Das würde gar nicht mal so schlecht aussehen. Oder ich mache direkt hier unten auf der untersten Ebene. Dann geht quasi die Treppe in den Balkon direkt rein. Also dann dient quasi der Balkon selber auch als. Ups! Als Sicherungsdach, als Eingangsbereich quasi. Ha! Da könnte ich hier noch ein bisschen künstlich Raum schaffen, quasi, indem ich hier unten noch so einen riesigen Balkon, also ja, halt so eine schwebende Ebene noch dazu stelle. Ja, doch, komm, machen wir. Machen wir einfach mal. Das hier war jetzt aber alles normales Holz, ne? Ja. Andererseits, wir haben ja normales Holz.
dank meiner Holzfarm. Dschungelholz? Eichenholz? Hä? Was jetzt? Sind das hier Eichenholzdinge oder ist das auch normaler Apfelbaum? Ist das das Ding? Ja doch, Core Tree ist das normale Holz. War gerade ein bisschen von dem Namen verwirrt, weil es Eichenholz hieß, aber gut. Wir nehmen erstmal. Ja komm, wir nehmen erstmal hier so ein bisschen Batzen, so. So. Können wir eigentlich gleich direkt die nächsten Bäume auch fällen. Die wir eh brauchen. Und meine Axt ist weg. Goddammit. Ach, ich brauche mal schnell eine. Vielleicht habe ich sogar noch eine liegen. Das ist natürlich das herzallerliebst, aber nein, habe ich nicht. Ah, wir brauchen Harteisen. Wir brauchen richtig Harteisen. Ei. Gut, das Eisen lasse ich erstmal drinne. Das benutzen wir mal lieber nicht. Stattdessen einfach mal eine Axt aus dem guten alten Stein. Ist nicht schön, muss aber reichen. Erstmal. Oh, habe ich hier was im Ofen? Oh, wow. Ja, ein bisschen Holz. Ah, gut. Holzkohle habe ich hier drin. Interessant. Okay. Kann ich eigentlich direkt nochmal nachwerfen hier? Dann kommst du nach da und du nach da und du direkt hinterher. So. Easy. Nee, was soll ich jetzt machen? Genau. Eine Steinaxt. 1, 2, 3. Vor allem witzig, wie im Hintergrund weiterhin den Baum abbaut. Obwohl ich was ganz anderes mache mittlerweile. Aber ja, so ist das. So. So. Holz, ich komme. Oh, ein Apfel. Eieieiei. Aber gut, was hier runterfällt, kann ich dann natürlich nicht retten. Ganz klar. So. Und wieder neu beim Einpflanzen. Easy. So. Dann würde ich mal sagen, wir haben mittlerweile ein bisschen Holz vor der Hütte. Ich mache mal noch ein Stack. Oder nicht, lass es erstmal so. Das heißt, wir machen mal. Ja, eben, wie breit, wie groß soll der Balkon denn überhaupt werden? Ich rette dich. Wie groß sollte der Balkon überhaupt werden? Ich sag mal so, mindestens 3. Die Frage wäre halt 3 mit Umrandung oder 3 plus Umrandung. Also insgesamt 4. Ich mach mal 3 plus Umrandung. Mal gucken, wie das dann aussieht. Achso, siehst du, wenn hier schon die Umrandung ist, dann kommen wir gar nicht mehr hoch. Das heißt, hier müsste ich jetzt eine kleine Lücke lassen. Was dann natürlich an sich kein Problem ist. Ja doch, mit 3 sieht gut aus. Doch, 3 ist breit genug. Okay. Reicht für den Balkon definitiv aus. Vor allem für den Balkon von einem Baumhaus. Ja, ich arbeite gerade ohne Schleichtaste. Ich weiß, ich bin verrückt. Ach komm, ich arbeite mit Schleichtaste. Ist mindestens genauso verrückt. Tja, jetzt bekommen also unsere Felder denn noch weniger Licht. Easy. So. Ja, also das Feld da unten kann ich definitiv abbauen.
Das wird nichts mehr. Da müssen wir uns irgendwie mal was anderes einfallen lassen, wie wir das beleuchten. Ich weiß nicht, funktioniert Glowstone oder ist Glowstone auch zu dunkel? Man braucht ja irgendwas, was mindestens eine Leuchtkraft hat von der Sonne. Also, was hier unten so viel Licht erzeugt, wie hier unten die Sonne erzeugt. Und jetzt weiß ich nicht, ob Glowstone in diese Kategorie reinzählt oder ob es unter Mindclone überhaupt irgendwas gibt, was die so Leuchtkraft hat. Ich werde hier hart runtersemmeln irgendwann. Irgendwann werde ich hier richtig hart runtersemmeln. Und dann habe ich garantiert 20 Diamanten dabei und alles ist weg. Einfach, weil ich das kann. Einfach voll Spaß macht. Oder so wie es mir schon mal passiert ist, ich versuche oder ich stehe am Rand, möchte die Schleichtaste drücken, drücke aber stattdessen eine Lauftaste und renne quasi direkt in den Abgrund. So, das Ding hier muss weg. Holz. Na komm. So, ab wieder rauf. So, hier kann ich zum Glück ein bisschen gefährlicher arbeiten. Hier kann ich die nicht so tief fallen. Und mein Holz ist leer. Eichenholz. Das gute alte. Mit dem erhöhten Eichenanteil. So. Und müssen gucken, ob wir das Geländer denn einfach wieder aus Fans machen, also hier aus Zäunen, oder ob wir da mal irgendwie mal was anderes probieren. Ich wüsste aber gerade echt nicht was. Leider fehlt da unter Minecraft noch ein bisschen die Vielfalt. Oh, ich würde es auch so geil finden, wenn irgendjemand sich mal die Mühe macht, sowas wie, weiß nicht, sowas wie Home Decor oder ja, irgendwie was in diese Richtung für meinen Klon direkt. Entweder was komplett Neues entwickeln, muss aber eigentlich nicht sein, sondern eigentlich wäre es ja ausreichend, wenn man, weiß ich, das vorhandene Home Decor irgendwie anpasst oder sowas, weil die Einrichtungsgegenstände, die passen ja auch hier von Optik her rein. Müsste man bloß halt die ganzen Rezepte anpassen, wobei das könnte sogar ich fast selber machen. Die Sache ist halt nur bei Home Decor, ich weiß nicht, wie die ganzen funktionellen Sachen, ob denn die API hinhaut, gerade so wie Sachen wie den Kühlschrank, den man ja auch als Lagerstätte benutzen kann oder für die Öfen, wo man dann auch richtig als Ofen benutzen kann. Und die ganzen Sachen, die bauen ja quasi auf einer API auf. Und da ist natürlich die von Minecraft meistens ein bisschen anders. Und nicht, dass das denn dafür sorgt, dass die ganze Kacke gleich zum Scheitern verurteilt ist. Deswegen wäre mal ganz interessant, ganz geil. Ich muss runter. Das war gerade der sicherste Weg nach unten.
Ja, wäre ganz geil, weil das fühlt sich halt noch so ein bisschen, ne? Mein Klon an sich ist zwar cool, aber naja. Man könnte es durch Mods verbessern. Problem ist halt, die ganzen klassischen Mods funktionieren alle nicht und ich bin dumm, ich brauche Holzplatten dafür. Das heißt, ich brauche erstmal ein paar mehr Holzplatten. Machen wir mal, ich weiß gar nicht, wie viele Zäune wir brauchen. Mal hier so noch ein paar. Keine Ahnung, muss doch nicht. Arschloch. Nein. So, Eichenzaun haben wir drei. Ich mache erstmal 30. Achso, mal gucken. Mehr kriege ich eh nicht. Aber 33 reicht auf jeden Fall nicht aus. Das ist klar. So, jetzt folgendes. Ach du Scheiße. Hier kommt. Ich trau mich nicht, Alter. Ich werde hart fallen. Hier kommt einer hin. Hier kommt einer hin. Jetzt muss ich gucken. Ich würde hier zwei freilassen. Alter. Was hier? Genau. Hier einer. Dann müsste ich hier zwei freilassen. Dann kommt hier wieder einer. Das passt sogar ganz gut. Wow, 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 wow. Mach keinen Scheiß, Junge. Mach keinen Scheiß. Ich werde hart sterben. Yay. Einmal am besten mal so hier. Ah, das war gerade falsch. Oder? Nee. Ach, hier habe ich Dreierlücke gemacht. Oh. 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 Nein. Ich muss den ja aber bekommen. Dann kriege ich ihn wahrscheinlich eh nicht mehr. Doch, krieg ihn. Sehr schön. So. Haut das denn hin, wenn ich jetzt hier einen hinmache? Zweierlücke, hier einen hin? Da wäre hier eine Lücke. Ah, nee, da mache ich das so mit einer Dreilücke. Passt auf jeden Fall besser. So, da kommt nämlich der andere hier hin. Dann kommt wieder hier eine Ecke wieder. Zwei Stück. Einer von der Seite. Ne, Ecken müssen ja immer ein bisschen stabiler sein. Warum auch immer, keine Ahnung. Habe ich mir das einfach mal so ausgedacht gerade. So, dann hier eine Zweierlücke. Ach ja, hier ist ja. Och, warum mag mich diese ganze Konstruktion immer nicht? Eins, zwei. Das ist Bullshit, ganz ehrlich. Jetzt kommt hier halt einer hin. Ich bin nicht raus. Hier kommt einer hin. Hier einer hin. Boah, Alter, zum Glück kann ich ja da nicht allzu tief fallen. Trotzdem habe ich da keinen Bock drauf, runter zu fallen. Ich falle einfach allgemein sehr ungerne. So, und hier ist jetzt wieder mit einmal hier hinbauen. Einmal hier hinbauen. Einmal da hinbauen. Einmal da hinbauen. Und dann einmal an die Ecke bauen. Ja, ich presse meinen Finger auf die Schleichtaste. Der schwitzt schon. Also mein Finger. So, hier ist ja relativ simpel. Hier kommt jetzt hier noch so ein Ding hin. Und da natürlich. Hier so ein Ding hin. Muss ich nur gucken, hier ist eine ganz schön große Lücke. Hier sind nämlich gleich vier. Was natürlich ein bisschen heftig ist. Von daher würde ich hier auch einfach noch mal einen hinbauen. So, jetzt war hier nur eine Dreierlücke, aber du ist halt so die Treppe hier, die nicht hinführt ist. So, und jetzt kann ich hier so schön Zaun drauf lang bauen. Tada! Das ist doch eine wunderschöne Veranda. Veranda. Wuranda. Wuranda. Easy peasy. Und schon gehen die Zäune aus. Wir brauchen also auf jeden Fall hart mehr Zäune.
Ich mache noch mal ein Dreifach-Stack. Was auch immer ich dafür brauche. Habe ich hier noch Holz drin? Dschungelholz, Dschungel. Ach, Eichenholz. So, das ganze Dschungelholz kommt mal hier rein. Hier ist auch noch mehr Eichenholz. Dschungelholz, Dschungelholz, Dschungelholz. Okay. So. Wir brauchen Eichenholz. Warum eigentlich? Ach doch. Wenn ich die Fans aus normalem Dschungelholz mache, dann werden es auch Dschungelholz-Fans, ne? Da gibt es ja verschiedene Arten. Oder gibt es nur eine Zaunart? Ja, nee, genau, gibt es verschiedene. Heißt also, ich muss diese Dinge als auch aus Eichenholz machen, damit Eichenholzzäune werden. So, kommst du allererst mal du. Dann kommt hier noch ein kleiner Stack. Bam. Und das sollte dann reichen. Aber 53, da bleiben also auch wieder 3 übrig. Danke dafür. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Keine Ahnung. Bleibt also doch nur ein übrig. Aber ich habe nicht genug Stöcker. Ich fick mir meine Hose. Oh. Operation, ich hasse euch alle, geht schon wieder los. So. So. Macht was ihr wollt, ist mir scheißegal. Müsste die Folge nicht schon fast vorbei sein? Ich vergesse immer auf die Uhr zu gucken. Ich habe keine Ahnung, wie lange immer eine Folge geht. Oh, kotzt mir das an. Fotos scheiße. Hallo? Komm. Gut. Dann machen wir mit dem Zorn nächste Folge weiter. Beziehungsweise, nee. Mach ich jetzt auch schnell zu Ende. Easy. Hardcore. Mein Core ist voll Hardcore, ey. So. Bin heute übrigens wieder allein auf dem Server, fällt mir gerade auf. Die letzten Male waren immer noch andere on. Aber gut. Es ist Wochenende, es ist gerade mal 22:30, die meisten pennen wahrscheinlich einfach alle noch. Wobei, nee, bei den anderen Malen, da war ich auch immer Samstagmorgens. Daran kann es also nicht liegen. Uah, ich will sterben. So, da rein, danke. Jetzt, nee, die 40 reicht noch auf keinen Fall. Danke dafür. So, das haben wir schon mal. Es fehlt bloß noch die eine Reihe und hier fehlen denn jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfekt. Heißt also nur noch dreimal Zäune bauen und dann bin ich durch. Ey, du bist eigentlich viel vorsichtiger sein beim Runterlaufen. Ich sag's ja, ich fliege auf was richtig hart. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Fliegen macht Spaß. Genau, das heißt, ich brauche jetzt für dreimal brauche ich noch 12 Holz. Genau. 1, 2, 3, 1, 2, 3 und einmal die Hälfte. So. Perfekt. Was geht hier ab? Dankeschön. Ach, egal. Lal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 a. Oh, jetzt habe ich hier die Treffer vergessen. Zum Heulen. Geht das hier? Nee, geht garantiert nicht. Das wäre zu schön, wenn das gehen würde. Ha, mag ich doch. Ah, gut. Mach ich aus dir mal Stöcker. Und aus euch beiden. Mach ich auch mal. Ach, komm.
So, ich brauche jetzt noch einmal viermal Holz. Einmal viermal Holz. Ja, klar, das ist. So, halt. Da rein. Perfekt. Und schon kann mir nichts mehr passieren. Kann ich auch aufklettern? Ich traue mich nicht. Ich versuche das mal lieber auf der anderen Seite. Da falle ich nicht so tief, wenn ich falle. Okay, ich kann ja auch nicht aus Versehen raufspringen. Sehr gut. Wahrscheinlich schaffe ich jetzt irgendwann trotzdem. Ja, so kann ich raufspringen. Scheiße. Was heißt, wenn ich auf einem Gitter hier draufstehe, kann ich auch von hier weit darauf. Das ist natürlich nicht sehr nett. Okay, aber unser Balkon hier schon mal, ne? Haben wir hier so einen schönen Balkon. Mal gucken, wie es von unten aussieht. Gerade jetzt absolut scheiße. Ich dachte, das geht, das geht. Aber was ich nochmal mache, ist eine Art Verstrebung. Das heißt, ich brauche ein bisschen Dschungelholz. Und dann mache ich hier noch einen ran, da noch einen ran und da noch einen ran. Ah ne, das ist zu fett. Genau. Da noch ein. Da noch ein. Was tue ich hier gerade? Genau. Da ein. Da ein und dann noch da ein und da ein. Ach, hier habe ich noch nicht. Perfekt. Ja, jetzt hat man noch eine Art Verstärkungsverstrebung irgendwie so in der Art. Keine Ahnung. Ja, passt irgendwie. Easy. Okay. Dann haben wir jetzt schon mal einen Balkon. Und den Rest gucken wir in der nächsten Folge. In dem Sinne, schau mit V.